Moin, heute mal aus Dortmund. Ich bin für euch auf der Maker Faire Ruhr, heißt es jetzt hier, für euch unterwegs. Ja, wir sind da mit unserem eigenen Stand von ELV Elektronik. Ich habe meine Kollegen mitgebracht. Wir werden hier einige Bausätze für euch präsentieren und sind heute und morgen für euch da. Viele spannende Aussteller sind hier, die man sich auch noch anschauen kann. Also das machen wir nach so ein paar kleine Impressionen für euch. Könnt ihr euch gerne auch anschauen. Ich zeige euch so mal so ein bisschen, aber was wir für euch zeigen am Stand von ELV Elektronik. ELV, kompetent in Elektronik. Hier in diesem Bereich zeigt Sebastian euch so ein bisschen, was wir mit dem PAD-System alles anstellen können. Das PAD-System ist eine Möglichkeit, um mit Steckplatinen kleine Elektronikschaltungen sehr einfach und simpel aufzubauen. Wir gehen gleich mal in der Nahaufnahme nochmal über die ganzen Produkte. Ja, man kann LED-Schaltungen zusammensetzen, kleine Elektronikprojekte einfach umsetzen, bis zu Voltmetern, die wir mit dabei haben. Da haben wir sehr interessante Möglichkeiten und haben auch die inzwischen diverse Varianten des PAD-Systems, die ihr alle natürlich in unserem Shop findet. Auch Messgeräte dürfen natürlich nicht fehlen. Hier haben wir ja schon über viele Jahre interessante Produkte für euch entwickelt und wir zeigen hier mal unseren RGBW-Messgerät, also einen Komponententester. Entschuldigung, haben wir hier, RGBW ist dort. Sie sehen sehr ähnlich aus vom Gehäuse. Und ganz neu unseren LED-Tester, zu dem wir demnächst auch ein Video für euch haben werden, das wir hier dann natürlich im Nachgang, wenn es denn online sein wird, auch gerne verlinken werden. Hier kommen wir weiter zu den LoRaWAN-Produkten, die wir dann entsprechend haben. Und dort dann enden wir im Bereich Homatic-IP, wo wir auch mit unserer SH-Base Produkte für euch vorbereitet haben. Also auch ich habe hier ein bisschen gebastelt für euch und dann meine Duplo-Steine nochmal rausgeholt und mit der Rosi eine Simulation gebaut, die erkennen kann, ob sie da ist oder weg ist. Also wenn ich Rosi jetzt entferne, wird mein Gong aussagen, dass Rosi entfernt wurde, dass ein Alarm besteht. Und wenn ich sie wieder hinsetze, dann können wir das Ganze auch wieder simulieren, dass sie da ist. Wie machen wir das Ganze? Mit einem neuen Modul, nämlich dem Abstandswarner TOF, zu dem Thomas und ich auch schon mal ein Einzelvideo gemacht haben. Und dieses Produkt ist jetzt auch in der Homatic-IP-Welt verfügbar, indem wir mit unserer SH-Base das Produkt, den Distance-Sensor, auswerten. Dazu werden wir in unserem Seminar, was wir nächste Woche vor euch machen werden, auch detailliert darauf eingehen, wie ihr diese Schaltung selber durchführen könnt. Ja, jetzt bin ich bei Martin. Bei Martin drehe ich am Rad. Ich will auch mal sehen, ob ich was gewinne. Schauen wir mal. Romsti Bumsti geht's los. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Die nächste Runde geht rückwärts. Nein, doch nicht. Aber ich habe jetzt einen Schlüsselanhänger gewonnen. Martin sucht und hat für mich den Schlüsselanhänger. Hier tauchen wir dann noch ein bisschen ab in die Welt der Uhren. Auch in diesem Bereich haben wir interessante Bausätze für euch. Wir haben eine Uhr, die wir sogar in Homatic integrieren können mit einem kleinen Adaptermodul, das wir eingebaut haben. Wir haben noch kryptischere Sachen, indem wir eine Fibonacci-Uhr, ich muss es mir sogar nachlesen, wie man es ausspricht, haben. Ich kann sie leider nicht lesen, aber der Kollege, der sie entwickelt hat, wird euch das dann gerne am Stand hier erklären. Und natürlich auch unsere MP3 Soundmodule sind dabei. Ich will mal schauen, ob es auch an ist. Natürlich haben wir wieder die Musik dabei. Ich drücke nochmal. Ab geht's und wunderbar. Guck mal, hier werde ich nochmal persönlich begrüßt am Stand von ELV Elektronik. Und natürlich zeigen wir hier unsere Fachmagazin, unsere Fachzeitschrift, die jetzt online für euch kostenfrei zur Verfügung steht. Erklären wir hier nochmal ganz genau im Detail, denn seit Anfang dieses Jahres habt ihr die Möglichkeit, das ELV-Journal kostenfrei herunterzuladen. Ihr könnt die App benutzen, da findet ihr alle Journale ab 2011 und alle Journale seit 1978, ja so lange gibt es unser Journal schon, findet ihr in unserem Online-Bereich kostenfrei zum Download. Mir hat Spaß gemacht, euch die Messe hier so ein bisschen nahe zu bringen. Ich bin noch für euch heute den ganzen Tag da. Schaut jederzeit im Kanal vorbei. Alle Fragen in die Box. Ich bin wieder mal raus. Euer Thorsten. Bis dann. ELV, kompetent in Elektronik.